Servus Leute und damit ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Heute soll es darum gehen, wie wir ganz einfach und easy in Windows unsere Maus-DPI erhöhen oder verringern können, beziehungsweise einfach ganz easy einstellen können. Das geht super easy und das werde ich euch heute Step für Step zeigen. Bevor wir allerdings reingehen, habe ich noch eine kleine, klitzekleine Bitte an euch. Und zwar würde ich mich megamäßig freuen, wenn ihr ein Like, Abo und Kommentar da lassen könntet. Euch kostet es nichts, mir macht es eine Riesenfreude, also warum denn nicht? So, jetzt starten wir direkt rein. Wir gehen jetzt hier einfach mal in die Einstellungen rein. Genau. Gehen dann hier auf Bluetooth und Geräte. In meinem Fall mache ich das jetzt hier auf Windows 11. Das Ganze funktioniert aber genauso auf Windows 10. Also einfach ganz easy. Sieht einfach nur ein bisschen anders aus. Vielleicht, wenn ihr dazu Fragen habt, gerne in die Kommentare. Genau. Jetzt haben wir hier natürlich die Möglichkeit, Geräte hinzuzufügen und unsere derzeitigen Geräte mal abzuchecken. In meinem Fall ist das jetzt hier die Rocket Cone Pure Owl-Eye. Da wollen wir jetzt aber eigentlich nicht hin, um die Maus einzustellen. Wir gehen wieder zurück auf Bluetooth und Geräte und gehen dann hier auf Maus unten. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, mehrere Einstellungen zu unserer Maus zu tätigen. Einerseits natürlich das, was uns interessiert, die Mauszeigergeschwindigkeit. Hier können wir das Ganze eben verringern. Jetzt sehen wir, also ich bewege meine Maus gerade extrem schnell und es ist sehr langsam. Das können wir machen. Oder wir können das Ganze natürlich auch nach oben stellen und dann ist die DPI um einiges höher. Wenn ihr das Ganze nicht bei eurer Maus selbst umstellen könnt, was jetzt eh bei sehr vielen schon der Fall ist, ihr müsst euch jetzt mal kurz zur Reference, ich habe jetzt meine Maus um einen halben Zentimeter oder so bewegt und ich bin am komplett anderen Ende. Genau. Also wir haben das jetzt auf sehr schnell eingestellt, plus zusätzlich habe ich die Maus von meiner, die DPI von meiner Maus umgestellt, also direkt auf meiner Maus. Wenn ihr das eben nicht habt, ist das eine super Möglichkeit, um das Ganze einzustellen. Ansonsten haben wir jetzt noch weitere Spieloptionen mäßig, wie zum Beispiel hier die primäre Maustaste nach rechts zu versetzen. Dann könnt ihr, ich drücke gerade links drauf, dann ist halt alles rechts einfach. Macht jetzt aber, glaube ich, für die wenigsten Sinn. Also ich muss ja mit rechts bestätigen, nicht mit links. Genau. Und dann haben wir hier noch, ja, also wir haben eigentlich schon unser Ding behoben. Rein theoretisch könnten wir hier unten noch verschiedene Zeigersymbole einstellen oder eben hier auch bei Zeigeroptionen das Ganze hier eben auch noch schneller und langsamer stellen, wenn wir das wollen. Können wir hier aber genauso machen. Also, ja, rein theoretisch könnten wir auch noch eine Mausspur anzeigen. Okay, wir können das auch auf kurz stellen, auch interessant. Ja, wie auch immer. Das war's schon mit dem Video. Freut mich sehr, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Wenn euch das Ganze weitergeholfen hat, freue ich mich riesig über ein Abo, Like und Kommentar. Wenn nicht, könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben, dann werde ich euch so schnell es geht helfen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao Leute, pfiat euch und Baba.